Um Welten besser, so lautete das Motto des diesjährigen Metzgerstraßenfestes in Reutlingen. Nach der Eröffnung mit Fassanstich und Freibier konnten sich die Besucherinnen und Besucher deshalb auch an diversen Ständen, wie zum Beispiel dem NABU oder dem Biosphärenmobil, über verschiedene Naturschutzthemen informieren. Meine Kollegin Annika Strauß war für Sie vor Ort und hat sich das bunte Treiben einmal angesehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich befinde mich hier auf dem diesjährigen Metzgerstraßenfest, das gerade eröffnet wurde. Und das Wetter ist gut. Es sind auch schon viele Leute hier. Und wenn Sie es nicht geschafft haben heute, dann bleiben Sie einfach dran, denn wir zeigen Ihnen, was hier alles los ist. Offiziell eröffnet wurde das Metzgerstraßenfest in diesem Jahr nicht nur von RTF1-Moderator Ernst O., sondern auch von Immobilienunternehmer Willi Schöller. Und das klappte hervorragend, sodass die ersten Freibiere auch direkt abgeholt werden konnten. Begleitet wurde das Ganze musikalisch von der Degerschlachter Blasmusik und den Doppelradlern. Und natürlich von RTF1-Moderator Ernst Obermeier sowie musikalischer Umrahmung durch unseren Schwesterradiosender RTF3. Rolf Göbel, Vorstandsmitglied des Metzgerstraßenvereins, freute sich, dass nach Monaten der Planung einmal mehr alles gut geklappt hat. Ha, klasse! Weil wenn man bedenkt, wir haben ja erst neulich gesagt, heute haben wir einen super Tag, einen sonnigen Tag, kein Zuhause-Tag. Und so ist gekommen, keiner hat es vielleicht so richtig geglaubt, aber die Metzgerstraßler haben das wieder richtig gepunktet. Und umso mehr ist das heute unser Tag und schön und toll, dass so viele Leute heute schon wieder da sind. Und das Wetter meinte es in der Tat gut mit den Veranstaltern, denn von Stunde zu Stunde wurde es immer wärmer und sonniger. Kein Wunder, dass immer mehr Besucherinnen und Besucher den Weg in die Reutlinger Innenstadt und zum Fest in der Metzgerstraße fanden. Neben den Einzelhändlern, die die Fläche von ihren Geschäften für Präsentation oder Aktion nutzten, gab es auch viele Stände, die sich passend zum diesjährigen Motto „Um Welten besser“ mit dem Umweltschutz auseinandersetzten. Und auch Willi Schöller war mit einem Stand vertreten. Wir sind eher noch vom Namen her mit Immobilien in Verbindung, aber seit bereits 10 Jahren, wir haben jetzt das 10-Jährige, sind wir im erneuerbaren Bereich, weil das gehört zum Teil zu den Immobilien dazu, dass wir auch dort die Energie umweltfreundlich machen. Und wir haben jetzt seit 10 Jahren viel Investitionen getätigt in erneuerbare Energien, nicht Wind, Photovoltaik, und stellen auch unseren Kunden die Beteiligungen hierfür zur Verfügung. An Willi Schöllers Stand werden außerdem auch Maiskolben zum Verzehr verkauft. Ja, nachdem das die fleischliche Lust da immer wieder überhand nimmt, sind wir hier bei dem Vegetarischen. Wir bieten hier Mais an. Und zwar Mais zum Essen, weil wir halten gar nicht so von den Mais zum Energieverschwenden zu benutzen, sondern zum Essen. Und deshalb wird es hier Mais geben, von unseren Mitarbeitern gegrillt. Apropos Essen, das darf auf solch einem Fest natürlich nicht fehlen. Ob nun Maiskolben oder doch Wurst und Fleisch, sei jedem selbst überlassen. Dem Straßennamen alle Ehre macht da die Metzgerei Oskar Zeb, die wieder mit ihrem Wurstrad zum Rätseln einlud. Das Metzgerstraßenfest nennt sich auch Oktoberfest und da darf natürlich eines nicht fehlen, das Bier. Das Bierkrugschieben am Telefant hat Tradition und ist jedes Jahr ein echter Besuchermagnet. Wer den Krug direkt unter den Zapfhahn schiebt, bekommt ein von Tomo Breu gesponsertes Freigetränk. Also die Frauen räumen hier wieder komplett ab, das kommt ja drauf an, die haben wahrscheinlich das beste Gefühl, ne? Und das Zielwasser getrunken. Ne? Und anscheinend hat Andreas Salomon recht, auch ich ergattere ein Freibier. Und da das so gut geklappt hat, versuche ich mich auch gleich noch beim Bierkrugstemmen am Sanitätshaus Krüger. Schließlich habe ich ja Erfahrung durchs Mikrofon halten. Bei der Modenschau am Weibermarkt wird die aktuelle Mode des Secondhand-Shops Stoffwechsel vorgeführt. Und das sieht nicht nur gut aus, sondern kommt auch bei den Besuchern an. Also es kommen wirklich immer viele, die fragen, die es auch gesehen haben, auch jetzt in der Werbung uns gesehen haben und das auch toll finden, dass man das, viele meinen, Secondhand wäre einfach nicht so aktuelle Mode, was gar nicht so ist. Kommen immer viele. Es ist eigentlich wie eine kleine Schatzsuche, sage ich immer, weil man weiß nie, mit was man rauskommt und das wollen wir eigentlich hier zeigen. Das kommt ganz gut an. Die Leute denken ja oft, oder viele denken, Secondhand hat man Mottenlöcher oder so, aber es ist einfach aktuell, schick, preiswert und extravagant. Auch Stoffwechsel trägt so seinen Teil zum Umweltschutz bei. Ebenso wie das Modehaus Feiss, die haben eine Art Abwrackprämie auf Jacken eingeführt. Das nennt sich bei uns Jackentauschaktion.
Sie schauen in Ihrem Schrank und sehen, Sie haben eine Jacke, die Sie nicht mehr anziehen. Die bringen Sie bei uns vorbei, suchen sich eine tolle, schöne neue Jacke aus und bekommen dafür 20 Euro vergütet. Ihre alte Jacke kommt noch einem guten Zweck zugute. Die bringen wir in den Verkaufsladen in der Gartenstraße. Im oberen Teil der Metzgerstraße findet zeitgleich auch der Antikmarkt statt, der allerlei Nostalgisches anzubieten hat. Und natürlich ist auch jede Menge Abwechslung für die Kleinen geboten. Eine ausführliche Vorortreportage sehen Sie demnächst noch auf RTF 1. Ja, liebe Zuschauer, ich hatte hier heute total viel Spaß, egal ob beim Bierkrug heben oder beim Bierkrug schieben, beim was Leckerem essen oder auch einfach nur sich informieren an den diversen Ständen. Wenn Sie nicht dabei sein konnten, dann sind Sie es auf jeden Fall nächstes Jahr. Und ich verabschiede mich hiermit. Machen Sie es gut. Bis bald.